Jetzt die Chance für Janko, zurückgehalten, am Leibwand gefault, das muss auch eine gelbe Karte geben. Wann noch ein zweiter Spieler hinten, aber es gibt Rot auf Torraum entschieden. Rote Karte. Alaba. Na, das schaut ja schon ganz anders aus. Janko mit der Riesenchance. Alaba und Tor an die Ivancic. Was für ein Comeback. Zweieinhalb Jahre nicht im Nationalteam. Er kommt zurück, bestreitet sein 50. Jubiläums-Länderspiel für Österreich. Andi Ivancic und erzielt dabei sein 8. Tor. Das letzte hat er 2008 geschossen, vor 3 Jahren, am 6. September. Beim 3:1-Sieg von Österreich gegen Frankreich. Lange verschmäht, jetzt wieder einberufen und bei seinem ersten Spiel bringt er Österreich mit 1:0 hier in Aserbaidschan in Führung. Aber das hat auch Alaba sehr schön gemacht, mit viel Übersicht, haben gerade erst Platz gemacht. Das war noch nicht der Kreativität letzter Schluss, aber jetzt vielleicht über Alaba. Ivancic, die Chance und das Tor, Marc Janko. Zwei zu null in Minute 51. Und wieder hat Andi Ivancic seine Beine im Spiel gehabt. Der Pass allerdings von Alaba auf Ivancic, der weiß, der hat gesehen, dass Janko links freisteht, sich gelöst hat. Mit viel Übersicht gemacht von Ivancic und Marc Janko verwertet souverän, wie es sich gehört, für einen Torjäger vom Dienst. Sein 8. Länderspieltor für den Twente-Legionär. Und es wird Zeit, dass er wieder mal trifft, denn sein letzter Treffer, der liegt auch schon lange zurück, fast 2 Jahre, fast auf den Tag genau. Am 14. Oktober 2009 hat er getroffen, den Ehrentreffer bei der 1:3 Niederlage in Frankreich. Ja, der schaut ganz genau auf die Einwurftechnik. Foul eingeworfen, das zweite Mal schon in diesem Spiel, diesmal in die andere Richtung. Nächste Chance, nächstes Tor. Janko, 3:0. Österreich wird besser, die Übermacht, die numerische macht sich jetzt in dieser zweiten Hälfte so richtig bemerkbar. Und Marc Janko erzielt sein 9. Länderspieltor. Schön der Pass ins Loch, direkt übernommen mit dem linken Außenriss. Herrlich gemacht von Jan. Konterchance für Aserbaidschan. Links ganz frei. Nadirov. Er hat nicht viele Möglichkeiten, aber die wenige, die er hat, die nützt er. 1:3. Minute, der Anschlusstreffer durch Vugar Nadirov, 24-jähriger Stürmer, 4. Länderspieltor für ihn. Und da sieht man es, da sind an sich 3 Abwehrspieler, da ist eigentlich kein Platz, da kann er nichts anderes machen, außer abziehen und riskieren, das tut er und trifft den Ball optimal, Vugar Nadirov.
wohl zu Ende gehen wird. Junuzovic, Roja, noch einmal Junuzovic, 4:1! Und damit scheint das die höchste Heimniederlage für Aserbaidschan in dieser EM-Qualifikation zu werden. Das war bislang ein 1:3 gegen Deutschland. Und Österreich führt jetzt zugegeben gegen die meiste Zeit nur 10 Aseres in diesem Spiel. Mit 4:1 und Slatko Junuzovic erzielt in seinem 15. Länderspiel für Österreich sein erstes Länderspieltor. Schön gemacht, schön abgeschlossen. Keine Chance, einmal mehr für Agayev. Gut gemacht auch von Roja, der den Ball hier noch gut abdeckt, im Stolpern noch weiterleitet zu Junuzovic. 4 Tore in Aserbaidschan, das ist auf jeden Fall mehr als ein Lebenszeichen der österreichischen Offensive.